Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Bitte jetzt reinrufen, was auch immer ihr reinrufen wollt. Niemals, niemals, zweite Liga. Wie man sich bei einem 1:1 so hochziehen kann, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Ja, aber es ist schön, dass Hamburg noch in der ersten Liga ist. Wie auch immer, wir sind unterwegs zur Quelle von Or. Wir werden uns gleich mit Traherne und diversen Verbündeten treffen. Und ich sehe, die Mission scheint lange zu laden. Ich bin natürlich nicht alleine unterwegs hier mit meinem guten Bitman. Nein, Hippelin ist auch dabei, also Lahne, genau. Und Hallo. Chirima ist dabei, also Aber Yatchman. klar, moin. Und natürlich die ausgezeichnete und wunderbar angezogene Mina Milou, also Das dann Borg. wohl ich. Jo. Um die Verderbnis auszubrennen So, und Or Traherne zu hält gerade noch befreien. eine. Yay! Eine Rede und verbeugt sich. Wir müssten doch hier eigentlich. Ja, Professor Gore ist dabei und. Wer ist denn Margonel? Gangreißer, keine Ahnung. Und die Grawle sind dabei, denen wir geholfen haben. Und die hervorragende Agentin Three und Vinette Blonta Ich glaube, du sollst dich mit Traherne unterhalten. und Karius ist auch dabei. Also. So, dann unterhalte ich mich mal mit Tara Hearn. Was geht ab, Traherne? Wo seid ihr bereit, Kommandant? Nehmt euch einen Moment Zeit, mit den Truppen zu sprechen, dann brechen wir auf. Yep, wir waren noch nie so bereit wie jetzt. Video? Nicht im Hause Pipman, wie es scheint. Kommt ein Video? Ja. Moment. Aha, jetzt kommt ein Video. Das ist doch schön. Das ist sie, Kommandeur. Die Quelle von Or. Der Ursprung seiner Magie. Das Wasser, aus dem dieses Land sein Leben zieht. Unsere Späher melden einen gewaltigen artesischen Brunnen inmitten dieser Höhle. Das Wasser fließt unter die Stadt Ara und von dort in alle Winkel der Nation. Wenn wir diesen Herzbrunnen reinigen können, wird sich die Magie mit dem Wasser ausbreiten und unser Reinigungsritual durch ganz Or tragen. Ich würde eher eine Regenmaschine Steckt noch bauen. genug Leben in Or, damit das Ritual wirkt? Der Herzschlag des Landes ist schwach und unstet, aber noch kann ich ihn hören. Erst wenn wir die Quelle erreichen, haben wir Gewissheit. Wappnet euch, Paktsoldaten, und steht zusammen! Laufen erstmal alle weg. Müssen wir Ja, mit. lauf mir doch mit. Im Hintergrund ist. Kommen mal gerade irgendwelche Frickel an. Alter, Ach es. ja. Oh. Ist ja sogar Sayyid al-Rashid mit dabei. Ja, Mensch, Was dann. da? Oh, jetzt müssen. Ah, ich glaube, jetzt wird erstmal gezeigt, wie stark die Paktsoldaten sind. Guck mal, wie sie alle ausgeräuchert haben. Na, dann mal los hier. Hoppdi-hoppdi. 1, 2, 1, 2. Natürlich ist Bipman an vorderster Front, bis er von einer viel schneller laufenden Chirima überholt wird, aber. Chirima, hier gibt's Streitkolbenarbeit zu tun. Ja, ich bleib dann doch lieber im Hintergrund. Seid ihr auch schon alle ganz aufgeregt? Bald geht's in den super Vielleicht. spannenden Ara Dungeon und so. Oh, das supergeile Finale steht vor der Tür. Das ist etwa das mit diesem legendären Endkampf? Mit dem legendärsten Endkampf, den die Videospielgeschichte je gesehen hat. Aber wir wollen an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Aber es geht auf jeden Fall heiß her. Man besiegt Seitan vielleicht auf eine Art, die man gar nicht so gedacht hätte. Oh, Zustandsverursacher. Wahnsinn! Alter. Boah, schon wieder die erste Daily abgeschlossen, oder was? Wer sagt denn, dass Seitan der Endgegner ist? Stimmt. Der eigentliche Endgegner ist Traherne. Ja, nachdem er den Geist von den Drachen aufgesaugt hat oder so. Ja, mit seinem Schwert oder so. Ja. Nennen Tito, wir lass das mal wieder Schwert. nichts. Oh, Champion. Champions finde ich gut. Jawohl. Champion-Töter ist bestimmt monatlich ja auch noch dran. What the? Oh. Leute. Was macht ihr denn Es da? brennt, es brennt, es brennt, es Ja, brennt! anstatt mich aufzuheben, rollt sich Frima erstmal weg. Ja, Nice. was soll ich denn machen? Auch drauf gehen oder was? Leute, Oh, ey, was kreis. oh. Was sterbt ihr denn hier, Die Himpeline? verrecken hier alle, das ist ja unglaublich. Guck mal, jetzt sind sie lieb. Man scheint uns Champion konnte auch freundlich ein bisschen was. hereinzubitten. Weil ihr müsst natürlich erstmal gerade noch sterben. Ich wollte ihn töten. Champion ist daily. Nein, monatlicher. Oh, die sehen so hässlich aus. Die monatliche habe ich, glaube ich, das letzte Mal im letzten Jahr gemacht. Ja. Boah, Alter, was ein riesiger Bereich hier. Das sieht hier oben etwas scary aus und so.
Wow. Ein großes Glubschauge. Mit dem zweiten das hoheitliche Auge des Seitan. Ach so, das ist, soll der Himmel da oben sein. Ich platziere mich schon mal strategisch. Ach, das ist doch hier so mit Taktik und so muss man den noch besiegen, ne? Ja, ich meine Taktik war eigentlich immer die hier. Auch klar. Das war eigentlich immer die beste Taktik. Ja, aber der hat auch noch eine andere Phase, oder nicht? Ja, der hat nachher noch so eine Teleportphase, glaube ich. Guck mal, aber der macht ja so massiven Schaden hier. Also ich habe schon 21 Verwundbarkeits-Stacks drauf. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich verliere hier so massenhaft Energie, obwohl ich gerade im Loot-Modus unterwegs bin. Mit Charmzepter etwa? Ich glaube, nee. Wir haben in der zweiten Phase. Wahnsinn, das ging ja wow. Jetzt. Niederes Auge. Ja, die stimmt, man muss erst die Nieder. Nee, die Niederen sind unverwundbar. Oh, 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 die tun aber weh. Ich glaube, immer wenn ich gerade dran bin, fängt er an, sich wegzuteleportieren. Ich wusste es. Ich bleibe in der Mitte stehen. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit dumm hin und her zu laufen. Ich habe natürlich jetzt gerade keine Fernkampf. Nee, ich habe Charmzepter. Ich habe meinen Hammer mit, ne? Das muss reichen. Oh, dein Hammer, weißt du? Ja. Ja, aber ich mach dich fertig. Ich rede, obwohl ich gar keinen Mund habe. Der teleportiert mit dir. Der guckt dich an und dann. Ja, ja, guck jetzt mal an, wie schnell der down geht hier. Ab dafür. Nur weil ihr Prisma dabei habt. Ach, da oben hat er ja doch einen Mund. Euer Schwert. Ja. Warum glänzt es so strahlend? Es wird auch immer kleiner, so. Ich glaub, der kriegt gerade ein hässliches Kind. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. So, Tryhorn, jetzt aber das Reinigungsritual ganz schnell machen, ne? Da kommt jetzt so ein Japaner raus, oder was? Der steckt dir die ganze Zeit im Auge drin. Bitte etwas Respekt vor dem Geist von König Reza. Er sieht gar nicht aus wie ein König. Der hat gar keine Krone. Klar, das der ist sein der König. Wo hat der eine Krone? Seid ihr unser König? Also ich hab das ist auch eine Prinzessin. Ja, das glaube ich eher. Das ist Conchita Reza. Ja. Der Weg, der euch an diesem Ort trug, sei gesegnet. Mein Name ist Reza und ich war einst der letzte König Orks. Ja, ein bisschen rote Hände. Als sich der Drache erhob, plünderte er die Königsgruft von Asabe Kramar und benutzte die Überreste meiner Familie, um seine schrecklichsten Diener zu erschaffen. Die Augen Seitans. Die anderen Augen, das waren Könige und Königinnen Ors? Ja, wir waren an den Drachen gekettet, zu Monstern verdorben, die Seitans Vision teilten und seinen Willen ausführten. Einer nach dem anderen habt ihr uns befreit. Ich, der mächtigste von ihnen, wurde hierher geschickt, um die Quelle der Magie Ors zu bewachen. Doch ihr habt einen Weg gefunden. Kriegen wir jetzt ganz viel Gold, weil er uns so dankbar ist? Nee, Guild Wars zeigt einem immer den Weg auf. Ja, ich hab so lange mit meinem schweren Streitkolben auf den Bösen eingedroschen, bis er aufgegeben hat. Sich in Luft aufgelöst hat. Kreativer Weg. Ja, das war eine gute Taktik. Ja. König Reza hat Kopfschmerzen. Die Attacke ist sehr effektiv. Ich fühle mich geehrt und werde eurer und eures Volkes gedenken. Na, ich finde am Ende, nachdem Ara dann das machen will, müssen wir nochmal eine Hitliste machen, wer alles gestorben ist und wer euch noch so einfällt, wer gestorben ist. In der lebendigen Geschichte, weil Bigman immer sagt, ja, ich denke an euch, sein Opfer war nicht umsonst und so. Wie ihr sagt, König Reza, alles beginnt auf der Klaueninsel. Es ist Zeit, die Verderbnis fortzuspülen, die dieses. Oder zählst du auch das Opfer des Weißen Hirsches dazu? Frieden. Nee, das war Gaffan ja nicht. Ich glaube, das erste Opfer, was ich bedauert habe, war Tayo, die von der Infestur, die Tante, die Böse. Ist gleich im dritten Part oder so draufgegangen. Stimmt, ist ja bei meinem Asura wahrscheinlich nicht groß anders, aber bei meiner Silvari wird es anders sein. Ja. Anzunehmen. Boah, guck mal, wir sind hier fett am Reinigen, da kommen die erstmal in der Bolognese vorbeigeflogen da. Ah, der Hammer, ey, wie lange habe ich ihm nicht mehr mit dem Hammer rumgehauen, so. Hä, wo sind die denn alle? Komm mal her, hier. Komm mal her, Mäufchen. Da kommen die erstmal wieder, die kommen da echt voll in so einer. Wir ziehen gleich die Löcher aus dem Käse. Jetzt kommt die Unterstützertruppe, juhu! Jetzt, wenn schon wieder alles gelaufen ist. Sondern in Aufstellung. Haltet eure Stellung!
Also Ziel ist es, die dürfen da gar nicht ankommen. Oh doch, die kommen aber tatsächlich an hier. Ich bin verlangsamt. Ja. Oh, wie das EP hagelt. Ja. Heute und der nächste Legendary Drop. Ja. Ja. Schon wieder ein. Da wird auch gleich die Legendary gedroppt und nicht erstmal der Precursor oder so. Ja, wenn das wie bei Diablo wäre, das wäre schön. So, ich hätte ja gern Treyhand Schwert, habe ich schon mal gesagt. Das war's schon? Ja, das war halt eine heftige Mission, ne? Ja, eben. Hallo, man muss es auch mal so sehen, dass wir einfach verdammt mächtig und stark sind. Da, guck mal, Treyhand hat das Ritual des Blühens ausgepackt, ne? Ja, ja, er kann Blumen zum Wachsen bringen. So mächtig, da wachsen gleich ein paar Bäumchen. Er hat seinen Samen verteilt. Ja. Oh, danke. Yay! Oh, was? Und du stehst da mitten drin, Farima. Ja. Nein, ich stehe da gar nicht. Boah. Haben wir den Silvari dabei? Der wächst jetzt erstmal. Blob. Videosequenz. Boah, guck mal, Trevor, hey, haben sie mitgenommen. Ja, die hat auch gerade ordentlich. Energie Kalatbolgs zu pulsieren. Sie fließt in alles, was das Wasser berührt. Geht es euch gut? Ihr scheint kaum noch stehen zu können. Die Beine hat's wohl auch erwischt. Das Ritual hat viel Kraft gekostet, aber ich werde überleben. Gehen wir auf Nummer sicher. Leitern kann Verhorn auch so besiegen. Wir brauchen hier einen Sunny. Nicht nötig. Unsere Arbeit hier ist getan. Auch wenn die Schlacht nicht vorbei ist. You live, buddy. Wir müssen uns am Fort der Dreifaltigkeit neu sammeln. Dann können wir euren nächsten Schritt planen. Ich zum erfolgreichen Abschluss, wollte er sagen. Und Marshall. Ja, zum Abschluss. Ja, zum ja. Die will ja gerade geschossen. Boah, ich darf mich weiterentwickeln. Oh, geil. Oh, nee, erstmal schließen, ich will das nochmal sehen. Finde Traherne im Fort der Dreifaltigkeit habe ich jetzt. Ja, das habe ich wohl auch. Das habe ich wohl auch. Erstmal verlasse ich die Instanz. Eine einzigartige Herausforderung. Wie er da auch, der jubelt da voll ab, ey. Kann er sich jetzt wieder bewegen, oder was? Was macht er denn hier? Yeah! Pogo Pogo, yeah! So ein Bremen-Fan, ey. Endlosschleife, yeah! Guckt nicht so genau hin. Na gut, also ich werde die Instanz mal verlassen. Mhm. Genial. Aber wir lassen Bip noch ein bisschen länger da. Der Fabian dann noch eine gestreckt. Ist gut, ist gut. So, ja, dann sehen wir uns gleich beim Vor der Dreifaltigkeit, würde ich sagen. Bis dahin. Jupp. See ya. Und da sind wir auch schon, einen kurzen Port später. Hui. Wollen wir nicht noch vielleicht auf den Berliner warten? Oh, ja, wer hat sich denn da wieder nicht... Ich konnte nicht, ich war im Kampf. Ich konnte nicht. Mensch, jetzt müssen wir wieder so lange warten hier. Echt, ne? Mal, das ist alles Sendungszeit hier. Es ergibt keinen Sinn mehr. Ihr könnt mich nicht davon abhalten. Nein, tu es nicht, Minamidu. Du verlierst mindestens ein Drittel deiner TP, wenn du da runterspringst. Tu es nicht. Kann man die irgendwie runterschmeißen? Hui. Erstmal so eine Hand runterschicken. Die sagt, das geht. Wie komme ich denn nicht aus dem Kampf raus? Ja. Und jetzt dieser unauffällige Schnitt? Ja, ich glaube auch. Hier gibt's gar keinen Deluxe. Hier gibt's überhaupt keinen unauffälligen Schnitt. Ich darf gleich nur einfach die Kamera nicht bewegen. Da war gar kein Schnitt zu spüren. Guck mal, ich bin schwarz. Spüren, Alter, was du so spürst. Ja, nach Traherne, super Ritual, ne? So, nur war ja nichts wie rein hier. Oh. Jo. Nila hat noch Zeit. Nila hat sich gerade den Fuß gebrochen. Ja, und kann jetzt nur noch humpeln. Oh. So. War hier. Wir müssen noch da einmal. Hui. Lauft, meine kleinen Schlümpfe. Die salutieren noch jetzt auch alle, weil wir so cool sind. Kommt das nicht jetzt nach dem großen Finale? Trotzdem schneller. Ja, das sind halt die Dortmunder Spieler, aufgeweckt, ne? Wenn sie nicht gerade nach einem nicht gegebenen Tor den DFB-Pokal verlieren. Oh, und guck, wer vorbeizieht. Die Hamburger können nichts, nicht mal absteigen. Ja. Ja.
Sie haben alles gegeben, aber... Ja, die dachten, sie fahren jetzt am Ende der Saison nicht noch so ein hochkarätiges Programm. Sie haben das mit dem minimalen Punkteaufwand gemacht. Mit zwei Unentschieden, einem Tor. Sie haben es geschafft. Seit wann nicht mehr zu gewinnen, ist schon ein bisschen was her. Ohne Sieg haben sie es jedenfalls geschafft. Ja, ich finde auch. Ja, Moment, warte, hier ist er doch. Sayer Al-Rashid. Oder komm her, wir müssen, komm her, Alter, wir müssen retten. Bei mir ist sie noch immer unsichtbar. Nein, wow. Sie fette zwei Klingen. Versteht sich ja auch. Alter, hackelt das gerade ein bisschen hier? Kein Stück. So, was erzählt sie denn? Hier, wir treffen uns wieder, Kommandant. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, ich bin immer noch unsichtbar. Ihr seid der Jäger und ich die Beute. Ja, wenn das jetzt eine billige Anspielung ist, du kannst mir gestohlen bleiben mit deiner komischen Maske und deinem SM-Anzug hier. Ich suche eigentlich nach Verhören. Der Marshall bleibt lieber für sich. Er vermeidet die Aufmerksamkeit anderer, aber nicht meine, wenn ihr versteht, was ich meine. Ha, ihr findet ihn in der Nähe des Luftschiffs. Danke, Mann. Ab dafür. Aufs Luftschiff. Yeah. Ihr seid alle viel zu langsam. Aber nur ich kann mit Trahern reden, deswegen ist es egal. Oh, guck mal hier, mit dem Hammer kann man alles reparieren. Einmal drauf, wow, geklopft. Fast wäre ich hier wieder runtergefallen. Sprecht mit Trahern. Na, ja, dieses Schiff, das kommt mir irgendwie so vertraut vor. Ja, vielleicht sind hier nachher irgendwie Kanonen aufgebaut und so. Kann man eigentlich runterspringen? Was, vom Schiff? Hey, also das ist ja jetzt später? Noch ein anderes Schiff gerade angelandet. Was oh. Every night in my dreams. Kommst jetzt du bist gar nicht ganz vorne. Irgendwie schwebe ich auf einmal. Oh. Ja. Du bist ganz vorne. Ich war ganz vorne. Haben wir ein Messer mit? Sonst wäre es jetzt ja doof, wenn man alles nochmal läuft. Na gut, ich gucke erstmal, was Trahern sozusagen hat, ne? Vielleicht. Fail! Wird er ja währenddessen sichtbar? Nee, es gibt erstmal eine Videosequenz. Ah, so Trahern. Hast du dich vielleicht erholt von deinem anstrengenden Ritual, mit dem du seit ans Land... Hört ihr den Jubel, Kommandeur? Nö. Genießt ihn. Heute hat der Pakt triumphiert. Und meine wilde Jagd ist endlich vorbei. Preiset den blassen Baum. Er mit seiner sexualisierten Sprache hier. Ich fürchte, ihr habt noch viel Großes und Schreckliches zu tun. Satan zu töten. Noch vor kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten. Die Reinigung aus schien unmöglich, aber wir haben es geschafft. Er ist doch der Erste, der wegläuft. Befreiung der Welt von Satan. Nee, er steht mir immer ganz hinten. Aber nicht unmöglich. Oh, meine Magnum ist noch in der Reinigung. Ja. Und ihr könnt euch darauf verlassen, oh, mein Milchreis dass brennt diese an. Verbündeten bis zum Ende zur Seite stehen. Meine wilde Jagd mag vorbei sein, aber unser Bündnis wird weiterkämpfen. Ich widme hiermit den gesamten Pakt und all seine Ressourcen eurem Auftrag. Beim das hat er doch alles auf Pump, er ist so hoch verschuldet. Allen, die das der überträgt Opfer das jetzt brachten, uns, damit wir Satan wird fallen. Sozusagen seinen Schulden Vielen erben Dank, hier. Marshall. Wenn Satan fällt, dann werden wir es alle mit ansehen. Dann kann die richtige Feier beginnen. Bitman weiß zumindest, dass es sich jeder mit ansehen kann hier. Wow. Jetzt gibt's doch bestimmt nochmal... Weiterentwickeln. Nee. Weiterentwickeln. Yay. Oh es Gott. Gibt nochmal einen Verstärker. Du kannst dir nochmal eine Wiederbelebungskugel holen. Ja. Hallo. Wie geil ist das bitte? Ich glaube, ich nehme die Reparaturkarte. Man kriegt alles? Man kriegt alles. Boah, wow, da gilt was aber nochmal richtig. Das ist aus meinem Inventar rauslöschen, das gibt's doch nicht. Ich hätte mich ja über so einen Schwarzlöwenschlüssel irgendwie mehr gefreut. Ja. Die gibt es noch? Ich hörte, das sei alles nur noch eine Historie. Ja, wunderbar. Bin mir ins Inventar, werde ich bis zum nächsten Mal auch noch ein bisschen auf... Vergangener Mythos. ...räumen, ja. Und dann geht's ja aber jetzt hier schnell aufs Finale zu, ne, würde ich sagen. Nächste Mission ist ja dann mal schon Ara und dann geht ja die lebendige Geschichte durch. Bestimmt auch irgendwann also mal weiter. Also 4 Stunden später und dann kannst du sagen, ne? Ja, und was wollte ich noch sagen? Genau, der andere Drache ist ja auch aufgewacht und so, es bleibt voll spannend und so. Wie werden wir Seitan besiegen? Werden ja, wir überhaupt Hashtag besiegen? Bei Firima läuft's. Was läuft ja, da? Ja, hey, ich bin doch wieder da. Geil. Hast du gut gemacht. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, da befinden wir uns dann schon wieder vor oder im Tempel von Ara und Seitan mal richtig hart auf die Pelle und so. Ja. Und Trahern ist vielleicht auch wieder dabei. Und vielleicht springt Firima wieder vom Schiff. Ja, vielleicht. Ja, ich finde auf jeden Fall sollten wir ein bisschen vom Schiff springen, Action machen. Nee, ich spiele ihn raus. Also auf jeden Fall, also nicht jetzt, also ich meine jetzt nur so beim nächsten Mal, wenn wir auf so einem Schiff jetzt stehen. Jetzt können wir auch nochmal alle runterjumpen. Einer ist doch schon gar nicht mehr da. Ja, eine. Ihr kriegt mich nicht! Juhu! Das erinnert mich ja so ein bisschen an die
an die Super Adventure Box. Naja, wie auch immer. Ich habe meinen Helm noch an, obwohl ich schon im Wasser bin. Das ist irgendwie seltsam, aber... Plopp, jetzt ist er weg. Na gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.